willkommen zurück zur Quet. Wir hatten bisher in der Hauptsache, oder die Konferenz heißt ja auch Editorial Design, und wir hatten eigentlich von Anfang an den Wunsch, dass wir nicht nur das Design, sondern auch Text und Konzept zeigen, und deshalb haben wir ab und zu Blattmacher eingeladen, es hat meistens nicht geklappt. Jetzt bin ich froh, dass Michael Hopp gekommen ist, einer der wichtigsten Blattmacher in Deutschland. Und da er über den Wiener spricht und gewissermaßen die Deutungshoheit des Wiener übernommen hat, weil viele sind nicht mehr da oder sind in anderen Branchen. Und er hat sich in letzter Zeit mit der Geschichte des Wiener auch anlässlich des Jubiläums beschäftigt und wird also heute einen etwas anderen Vortrag machen, zusammen mit Henriette, die Zitate sprechen. Beide werden Zitate sprechen. Und da ich befürchtet habe, dass Michael wenig Layouts zeigt, weil er denkt, oder weil er gesagt hat, kennt eh jeder oder es sind nicht so gut, habe ich eine kleine Revue zusammengestellt. Also links eine Ausgabe einer der ersten grünen Themen, also wo man eine geplante in Heimburg eine Erweiterung der Donau oder eine Kanalisierung der Donau verhindert hat. Im Heft sind ein paar tausend Stimmen mit kleinen Fotos, die sich dagegen verwehrt haben. Das Cover ist von Hellenwein. Dann, das ist Helge Timmerberg, ein Layout. Layout hat damals Lo Preyer gemacht für den Wiener. Rolling Stones, das ist überhaupt so, wenn man das Impressum ansieht, aus den meisten Leuten ist was geworden, dolle Zahl, die haben dann die Videos für die Stones und so weiter gemacht. Hier das erste Porträt von Steve Jobs. Also alles in diesem Stil, also ich finde es wirklich nach wie vor ein exzellentes Layout. Dann war Michael Chefredakteur von Cashflow, österreichisches Wirtschaftsmagazin, stilbildend für viele Wirtschaftsmagazine, dann Chefredakteur der Männer Vogue, hier ein paar Cover. Also, ein berühmter Mann, und ich bin froh, dass er gekommen ist mit Henriette, und ich bitte um den Vortrag. Danke. So, schönen guten Nachmittag. Das ist Henriette, die mir in der Präsentation hilft, und ich bin der Michael Hopp. Und wir beginnen mit einer kurzen Geschichtsstunde. Routine bites hard, and ambitions are low, and resentment rides high, but emotions won't grow, and we're changing our way, taking different roads, and love, love will tear us apart again, love. Love will tear us apart again. Why is the bedroom so cold? Turn away on your side. Is my timing the floor? Our respectment so dry. Yet the stillness appeals. We've kept to our lives. And love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Cry out in your sleep. All my
my failings exposed. There's a taste in my mouth as desperation takes hold. And it's something so good it can't function no more. And love, love will tear us apart again. 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 Die Druckerei vom Toni Tusch hatte in Oberwaltersdorf in Niederösterreich eine neue Tiefdruckmaschine stehen. Ein Riesending. Das war nicht ausgelastet. Tusch war immer interessiert an einem Periodikum und wir haben das als Chance gesehen, ein Heft zu machen, in dem wir Kreative uns wiedererkennen. So haben wir eine Zeitschrift modernen Stils begonnen. Ich war für den Text zuständig. Günter Lebisch, auch ein Werber, hat sich um die Grafik gekümmert. Für die Finanzen hatten wir Michael Sattke, der Lokale im Bermuda-Dreieck betrieb, und die Reisbar. Dort sind Rechtsanwälte, Steuerberater und Zahnärzte verkehrt, die wir als Investoren identifizierten. Also haben wir eine Nullnummer gedruckt, schwarz-weiß. Nur das Cover war Farbe und unser Vorbild war das Magazin-Interview von Andy Warhol.
In der Ära Kreisky hatte sich in Wien eine liberalere Stimmung entwickelt, da es aber immer noch reichlich grau und konservativ war. Dann kam die Arena-Bewegung, zunehmende Auflehnung gegen Autoritäten und wachsendes Interesse, was international so abging. Zuerst hat Franz Manola mich geholt. Dann haben wir beide zusammen so dahingewurstelt. Es gab damals keine richtige Redaktion. Es gab die Herausgeber, es gab den Franz als Chefredakteur, aber der saß in der Presse und war gar nicht da. Und ein, zwei Leute, aber mehr waren da nicht. Götz Schrage, eigentlich Fotograf, der nachts die Intimzone fotografierte, so hieß unsere People-Seite, und bei Blümchen Blau Keyboard spielte. Am Abend kamen dann die Grafiker. In der Früh war dann alles anders. Am Anfang war mir das immer unheimlich. Wir haben am Tag journalistisch dahin gemacht und am Abend kamen so schicke Typen aus der Werbeagentur und haben gestaltet. Ich habe erst nach und nach verstanden, welchen Wert das hat. Und dann habe ich versucht, weitere Professionalisierungsschritte zu gehen und habe Markus Peichel angesprochen. Der hatte vorher eine profilierte Schülerzeitung namens Kritik. Der hatte eigentlich gerade vom Journalismus und Redaktionellen die Nase voll und wollte sein Jurastudium fertig machen. Er hat sich dann überreden lassen und sich dann, nicht von heute auf morgen, aber so schrittweise, reingeschmissen und engagiert. Wir haben dann das Blatt gemeinsam gemacht. Als wir dorthin gegangen sind, hatte der Wiener einen eher schlechten Ruf. Den Ruf, dass er ein bisschen doof ist und extrem oberflächlich und eigentlich nur tolle Fotos hat und nichts dahinter. Eine Stärke des Wiener damals war, dass wir eigentlich alle keine Journalisten waren. Der einzige Journalist war der Hopp. Und Markus Peichel war halt genial vernetzt und ein Genie der Selbstdarstellung. Das tat dem Heft aber auch gut. Christian Brandl zum Beispiel, er nannte sich auch Christian Kruzfix oder Christian Chromosom, war Bassist bei den Punks von Chuzpe und Plattenkritiker beim Wiener. Wegen Christian haben die Leute den Wiener gekauft, denn er hat unglaubliche, exakte Plattenkritiken geschrieben, aber höchstens eine am Tag und unter unglaublichen Qualen und sicher nicht ganz ohne Drogen. Ist auch böse ausgegangen. Aber seine Musikkritiken im Wiener waren das, was alle gelesen haben. Wie er dann tot war, konnte er auch nicht mehr ersetzt werden. Vorbilder weiß ich nicht. Ich will da nichts hineininterpretieren. Nein, das waren wahnsinnig unterschiedliche Leute. Einerseits war es Wiener Mainstream, die anderen waren total linkspolitisch. Also es war schon ganz was Neues irgendwie. Du hast Zeit gehabt für Recherchen. Ich bin mit dem Pauli Schirnhofer zum Heinzchen raufgefahren, ja. Der hat uns abgeholt. Wir waren die Ersten nach 15 Jahren, die mit ihm geredet haben. Den sind wir überhaupt nicht mal losgeworden. Der hat jedes Foto gemacht, Pferde umarmt, alles. Die Bewertung von Geschichten war völlig anders als überall sonst. Es wurde danach bewertet, was man selbst interessant fand und vor allem, wo man eine Idee hat, wie man es macht. Da haben auch die Kollegen vom Spiegel angerufen. Sagt's mal, was macht denn ihr da? Zum Beispiel die Swinger-Geschichte auf der Südautobahn. Wie Leute Rudelficken auf Autobahnparkplätzen in so Familienkombis mit Klappe auf hinten und Decke rein. Sowas war für uns eine große Reportage. Journalismus ist ja etwas, was im Grunde immer ohne Netz passiert. Ich fand,
dass die beim Wiener eigentlich, dass da beim Wiener eigentlich ganz gut aufgepasst worden ist auf die Leute. Natürlich, wenn man jetzt die Fakten spektakulärer auslegen konnte, wurden sie vermutlich spektakulärer ausgelegt. Da ist eine Zeitschrift, die schießt da in eine Zeit hinein, wo es nichts Vergleichbares gab und wurde von der arrivierten Presse rundum abgelehnt. Also das ist absolut als unseriös, als unjournalistisch, als linksradikal, als werbefaschistisch, als weiß der Teufel, als alles angefeindet worden, durch die Bank im Chor. Was man beim Wiener irgendwie gelernt hat, wenn man jetzt Lust hat, das und das zu machen, wirklich Lust, dann kriegt man es in der Regel auch hin. Ja, dieser bunte, scharfe Fotostil war sehr wichtig. Waren ja auch Werbefotografen, aber eben die besten in Österreich. Und eben auch diese pralle Sprache, immer auf die Kacke hauen. Das ist damals erfunden worden. Das Verkürzen, Zuspitzen auf den Punkt. Das war komplett neu damals. Heute ist alles nur noch Abklatsch und Öd, ja? Es war ein Team von jungen Leuten, die weniger davon geleitet waren, was das Publikum angeblich lesen will oder was die Zeitungseigentümer vorgeben, sondern eher davon beseelt, sich ein Publikum für bestimmte Themen zu schaffen. Wir haben alle mit Begeisterung Hunter S. Thompson gelesen und Tom Wolfe und so weiter. Rolling Stone, Vanity Fair, Face, ID, da haben wir uns die Ideen geholt, aber die auch von uns. So etwas wie eine Zielgruppe hatten wir nicht. Also es war Selbstbefriedigung, so kann man das auch sagen. Wir haben die Zeitschrift gemacht, die wir machen wollten. Deswegen war es auch vorbei irgendwann, für uns zumindest. Die 80er Jahre waren das amerikanische Jahrzehnt im Reigen der Dekaden. Der Traum, dass jeder ohne Rücksicht auf gesellschaftliche und berufliche Hierarchien A. alles machen und B. alles schaffen konnte, wenn er nur smart genug war und sein Bestes gab. Der Glaube, dass es keine Grenzen gab, wenn sich Geist und Wille zusammentun. Der Kommunismus des Erfolgs sowie die Heiligsprechung des Genies und seine moralische Immunisierung begannen auf dem europäischen Festland, merkwürdigerweise in Wien. Helmut Lang, Martin Kippenberger, die jungen Wilden der Musik, der Mode und der Kunst hatten am Anfang des legendären Jahrzehnts hier ihren Wohnsitz. Die jungen Wilden der Medien ebenso. Ihr Magazin hieß Wiener. Aus einer Werbeagentur geboren, haben sich dessen Macher vom Staat weg am New Journalism der USA orientiert, natürlich auch an den britischen und französischen Variationen und, ach ja, den deutschen. Bis wir uns eines Tages zusammensetzten, weil wir wissen wollten, wie die, die untertags da waren, denken. Und da entdeckten wir, dass wir eigentlich das Gleiche wollten, ein gemeinsames Gefühl da war. Damit war die optische Gestaltung Teil des Ganzen. Also nicht im Nachhinein die Texte und die Bilder irgendwie unterbringen, sondern ein Magazin aus einem Guss. Da war auch der Gerd wichtig, der immer daneben gestanden ist und Filme erzählt hat. So haben wir ein Gefühl gekriegt für einen Ablauf, für einen Spannungsaufbau, für einen Wechsel zwischen kurzen Szenen und langen. So sind Hefte mit Dramaturgie entstanden. Ohne es zu bemerken, haben wir etwas gemacht, das international Anerkennung gefunden hat. Ich bin einmal zum Interview nach New York gefahren, um mir anzuschauen, wie die dort arbeiten, und war ziemlich überrascht, dass die mich und den Wiener dort längst kannten. Was der Charme der Redaktion war, dass das nicht so professionell war. Das war im Verlagsbereich halt eher fatal. 1961 kam dann als Herausgeber Alexander Lonjai, um das alles ein wenig aufzuräumen. Der Wiener war für uns alle mehr als eine Zeitschrift, ja? Eine Heimat. Wir sind auch gemeinsam auf Urlaub gefahren.
eher eine WG, die eine Zeitung macht. Chefredakteur war der, der länger in der Redaktion sitzt am Abend und alles umwirft, was die anderen am Tag gemacht haben. Das war oft der Markus. Oft haben wir 3 Tage durchgearbeitet und sind dann eine Woche nicht gekommen. Es hat uns auch einfach die Disziplin gefehlt oder die Professionalität, um eine ganz normale Zeitschrift zu machen. Nein, auf die Redaktion wollte Alexander Lonjai nie Einfluss nehmen. Nein, ich muss sagen, er war ein total anständiger Herausgeber. Genauso wie ich über den Hans Schmidt nur das Beste sagen kann. So einen Eigentümer kann man sich nur wünschen. Er hätte immer nur Geld verloren. Also so richtig ein Redaktionsprogramm oder eine Blattlinie hat es nicht gegeben. Hat es wirklich nicht gegeben. Aber im Rückblick gibt es wahrscheinlich eine Linie, die sich halt aus den Persönlichkeiten ergibt, die da mitgearbeitet haben. Schauen Sie, die Probleme waren, wenn man ehrlich ist, nicht unbedingt auf einer blattmacherisch-philosophischen Ebene, dass man gesagt hätte, ist das jetzt New Journalism oder nicht, sondern es ist eigentlich eher darum gegangen, wie man kann man es machen, dass die Zeitung halbwegs pünktlich fertig wird, dass die ärgsten Fehler vermieden werden und dass wir nicht unsere Hosen total verlieren jeden Monat. Jeder hat seine Ideen und Vorstellungen gehabt und wollte die auch durchsetzen, teilweise mit einem religiösen Eifer. Heute geht es unter erwachsenen Journalisten weniger darum, wer im Alleinbesitz der Wahrheit ist. In der Redaktion des Wiener ging es um nichts anderes. Es gab da kleine sektiererische Gruppen, die sagten, wir werden das Zeitschriftenmachen jetzt neu erfinden, aber gegen die anderen. Da sprühten diese neurotischen Ansätze nur so. In meinem Zimmer sind volle Coca-Cola-Flaschen gegen die Wand geschleudert worden und haben einen Regen von Glassplittern und Coca-Cola auf alles ergeben. In der Redaktion in der Kleeblattgasse ist eine IBM-Kugel-Kopfmaschine durch das geschlossene Fenster auf die Straße geflogen. Es hatte eine Menge interessanter Ereignisse ergeben. Also, es war eine Zeit der kreativen Amateure. In Deutschland sagte man geniale Dilettanten, aber das war nie ein Massenthema. Der Wiener war sich ja zu gut, nur zu berichten, sondern wollte Themen vorgeben, nicht reagieren, sondern agieren. Je schräger die Sachen waren, umso kleiner ist die Gruppe derer, die es versteht. Aber die, die es verstehen, wissen dann, das ist speziell für mich, das kriege ich nicht an jeder Straßenecke. Klar, wenn das Heft fertig war, haben sich ein paar ins Koma verabschiedet, aber das gibt's überall. Natürlich, die waren alle jung, waren in der Nacht unterwegs, das mussten sie auch sein. Ich sag im Rahmen des Üblichen, ja. Hunter S. Thompson, Tom Wolfe, es gab sie. Die Leithammeln der investigativen Journalismus. Wallraff, Krommschröder, Bob Woodward etc. Aber alle haben die auch nicht gekannt. Beim Wiener zu arbeiten war unglaublich schick, neuzeitlich, innovativ, frech. Die Dünkelhaftigkeit und Abgehobenheit gepaart mit schlichtem Dilettantismus und Unerfahrenheit der Leithammel führte zu einer unglaublich schrägen Mischung. Als der Dilettantismus zu völlig falschen Einschätzungen führte, verließ ich den Wiener. Man konnte mit meiner Art des Journalismus, der Investigation, in Wahrheit nichts anfangen. Markus und Michael hatten meine Geschichten im Playboy und Twen gelesen und riefen mich in der Pension Swiss in Kairo an, weil sie eine Kairo-Geschichte wollten. Schon am nächsten Tag landete ich in Wien. Das Fieber hatte sich in der Zwischenzeit gelegt, aber die Löcher in den Beinen waren noch da. Ich stank nicht, aber die Löcher eiterten. Die Chefredakteure des Wiener taten so, als nehmen sie die Löcher nicht zur Kenntnis, und ich tat so, als wären sie der Stempel des Abenteurers und bot den beiden sofort das Du an, denn Markus Peichl und Michael Hopp waren jünger als ich, Markus sogar deutlich jünger, aber nicht deutlich weniger professionell. Unser erstes Gespräch beinhaltete Grundsätzliches. Ich hatte dazu 3 Vorschläge zu machen. Erstens. Sie geben mir sofort einen Vorschuss, ich fahre damit nach Hamburg und schreibe dort die Kairo-Geschichte. Nee, sagten sie, das sei keine gute Idee. Okay, dann zweitens,
Sie geben mir einen kleineren Vorschuss, mit dem ich ein Hotel und die Verköstigung bezahlen kann und ich schreibe in Wien. Das hörte sich schon besser an. Und drittens fuhr ich fort, könne auch einer der beiden Chefredakteure mal für 2 Wochen in Urlaub fahren und ich übernehme in der Zeit seinen Schreibtisch und seinen Job. Super, sagte Michael, genauso machen wir es. So kam ich zum Wiener. Subjektivität, ja, und Weltverbesserung und Aufdeckung von Skandalen etc. Und die Idee, die Stadt Wien aus dem Winterschlaf zu wecken. Es gab keine Arbeitsweise und eigentlich auch kein journalistisches Produkt. Es gab den Wiener. Im Herbst 1985 haben wir zusätzlich die Wienerinnen gegründet und danach gingen wir nach Deutschland, um Tempo zu machen. Viel Geld gab es nicht. Für 19-Jährige wie mich war es aber ein Vermögen. Der Arbeitseinsatz war enorm. Es war alles sehr persönlich. Es gab auch viel Streit. Margit Meyer, unsere beste Redakteurin, war in Totalopposition. Später war sie bei der Vogue, wurde Chefredakteurin bei Architectural Digest und Harper's Bazaar. Manche gingen Drogen aus dem Weg, andere nicht. Es soll Geschichten gegeben haben, die von der ersten bis zur letzten Zeile frei erfunden waren und die damaligen Autoren sind heute verehrte Edelfedern. Texte wurden bislang so lange redigiert, dass der Autor sie nicht wiedererkannte. Und nicht immer wurden sie dabei besser. Der vereinbarte Bürobeginn von 9.30 Uhr wurde weitgehend ignoriert. Es hieß, vor 12 können wir nicht viel machen und dann beginnt die Mittagspause. Mal fiel ein Kleiderständer um und zwar in Richtung Verlagsleitung. Nach der Kündigung eines Chefredakteurs entschuldigte sich der Verlagsführer für hektische und unkoordinierte Personalentscheidungen. In diesem Jahr hatte der Wiener zeitweise 4 Chefredakteure gleichzeitig. Das Erstaunliche am Wiener war, dass aus einem Avantgarde-Magazin eine Massenzeitschrift wurde. Und zwar eine, die trotzdem ihren Kultcharakter behielt. Für 4-5 Jahre öffnete sich ein Fenster, in dem sich nicht nur der übliche stumpfe Schmalspurjournalismus verkaufte, sondern auch Anspruch, Stil und Internationalität. Elfriede Jelinek schrieb für uns Gerichtsreportagen, Franz West gestaltete Illustrationen, Helmut Lang stylte Schweinsohren, Petra Kelly spendierte ein Friedensmanifest, Elfi Semotan und Gerhard Heller fotografierten brillante Cover und die gesamte neue deutsche Welle stand bei uns auf der Matte, weil es in Deutschland kein vergleichbares Magazin gab. Die verkaufte Auflage kletterte im Eiltempo von 5.000 auf 120.000 Exemplare. Magazine wie The Face und Aktuell oder Frigidaire wurden auf uns aufmerksam. Wir produzierten zusammen eine gemeinsame Europa-Ausgabe. Der Wiener ist wahrscheinlich die einzige österreichische Zeitschrift, die im Ausland eine Rolle spielte und Vorbildcharakter bekam. Einen besonderen Stellenwert hatte dabei die geniale Heftgestaltung von Lohbreyer. Zum ersten Mal war Grafik nicht ein untergeordnetes, dienendes Mittel zur Aufbereitung von Inhalten, sondern sie war selbst integrativer, inhaltlicher Bestandteil des Magazins. Es entstand das Genre des Zeitgeistjournalismus. Etwas konnte zeitgeistig wirken. Zeitgeist, was war daran so shocking? Den einen galt das Wort als Synonym für doof, schick und oberflächlich. Die Linke lokalisierte den Zeitgeist stets rechts, während die ÖVP im Wiener ein SPÖ-Blatt sah. Jedenfalls genoss erhöhte Aufmerksamkeit, was den Absender Zeitgeist trug. Das machten wir uns zunutze und nahmen Zeitschrift für Zeitgeist als Untertitel. Man darf nicht vergessen, der Wiener hatte auch, ähnlich wie damals Time Out in London oder Tipp und City in Berlin, ein komplettes Monatsprogramm.
Ich hatte mir sogar in den Vertrag schreiben lassen, mich nicht darum kümmern zu müssen, was am Anfang vielleicht nicht so sympathisch klang. Aber das Programm war sicher auch ein Kaufgrund. Wir haben uns auch nie getraut, es abzuschaffen in unserer Zeit. Wir waren so ein bisschen die österreichische Untersektion von Gonzo. Und es gab aber auch in Deutschland Leute, die das machen wollten. Und später in Tempo ist das ganz gut zusammengeflossen. Was Tempo fehlte und den Wiener stark machte, war ein klarer kultureller Kontext. Im Wiener arbeiteten wir uns ja in Wien und Österreich ab. So ein Motiv fehlte in Tempo. Und diesen Rahmen dehnten wir so weit wie möglich. Deshalb passte in den Wiener alles hinein. Vom Wiener Aktionismus bis zu den seichtesten Shopping-Tipps. Alles in einem Heft. Der Wiener war das Blatt, das Falco am nächsten stand. Eine Zeit lang war der Wiener sozusagen Falco zum Blättern, während sich umgekehrt ein Song wie Junge Römer wie eine Beschreibung der Wiener Leser anhört. Wir hatten so ein Bedürfnis, relevant zu sein. Die Hefte, wenn man sie heute so durchblättert, das hat sich auch beim Tempo noch gehalten, waren so laut und penetrant, immer Volume up. Und das ist es auch, was wir sein wollten, laut. Wir wollten unbedingt gehört werden. Mir fällt das umso stärker auf, je länger die Zeit zurückliegt. Zum Teil mit echten politischen Anliegen, wie die Ja-zu-Nein-Kampagne zur Rettung der Hainburger Au, wo ein Kraftwerk hin sollte. Zum Teil aber auch nur so, aus Langeweile. Diese Lust an der Diskussion, diese Lust, mal eine These zu formulieren oder zu provozieren oder mal was Fieses wo groß hinzuschreiben und hinzuschmieren und dann zu gucken und sich zu freuen, wie sich alle ärgern. Das Auffallen, das Gehörtwerden, Spuren hinterlassen, das war eigentlich das, was wir machen wollten. Wie ein Graffiti, nur als Zeitschrift. Wir waren ständig zerrissen zwischen Minderwertigkeitsgefühl und Größenwahn, wie der Österreicher halt überhaupt. Und wir hatten unseren eigenen Kopf, wie der Wiener sein sollte. Das mussten wir machen können. Da durfte keiner dreinreden, sonst wurden wir auch ungut. Die internationale Bekanntheit war es schließlich auch, die das Ende dieser Phase eingeläutet hat. Es gab Zeiten, da haben sich die internationalen Verlage in Wien die Klinke in die Hand gedrückt. Da gab es Überlegungen, den deutschen Wiener zu machen. Und als ich mal wieder die Druckauflage eigenmächtig erhöht hatte, weil wir von den letzten Heften über 100.000 Exemplare verkauft hatten und daraufhin frei, weil gefeuert war, konnte ich in Hamburg Tempo starten. Und da habe ich mir den Lob Reier geholt. Und damit war die Visualität beim Wiener weg. Später wurde Tempo ziemlich schnell für den deutschen Journalismus das, was Tarantino für Hollywood gewesen ist. Neue Erzählweise, neue Moral, neue Generationen. Die alte Garde mochte uns nicht. Stern, Zeit, Spiegel und der Rest geißelten uns als unjournalistisch, weil wir subjektiv hassten und liebten. Als unsozial, weil sie in uns eine Bande Hedonisten sahen, die in Fragen des Stils und der Umgangsformen gern auch das Comeback des Adels ausriefen. Als unmoralisch, weil wir über Pornos seriöse Filmkritiken schrieben. Der Niedergang von Falco verlief genau parallel zu dem des Wiener. Der Tag, als Falco ging, endete anders, als er begann. Die 80er Jahre waren vorbei. Noch ein anderes. Oder nee, jetzt ist es an. Ja, vielen Dank. Du hast gezeigt,
eine Ausgabe, wo das Baby auf dem Kopf liegt. Das war eine Europa-Ausgabe und zwar eine Kooperation von den damaligen Magazinen, die ungefähr in der gleichen Konzeption gemacht wurden. Das war in England The Face, das war Frigidaire, das war L'Actuelle in Paris. Und die Konstellation war so, dass sich die Redaktionen zusammengetan haben und eine Europa-Ausgabe gemacht haben. Jeder hat natürlich die Geschichten anders gestaltet und anders inszeniert. Und wir hatten das eigentlich als Lightshow. Das ist jetzt, hat leider technisch nicht funktioniert. Willst du noch ein bisschen was darüber sagen, wie die entstand? Und das zog sich ja über mehrere Hefte hin. Ja, ja, es war nur ein Heft. Wir hatten Kontakte zu Aktuell nach Paris. Da haben wir schon immer Bilder und Geschichten ausgetauscht, schon über einige Heftfolgen hinweg. Und so entstand dann die Ausgabe, auch andere europäische Hefte, die in ähnlichem Stil gemacht waren, anzusprechen. Und so kam es dann nach einigen Monaten zu dieser einen großen europaweiten Ausgabe, die wir am Ende dann wirklich gebacken gekriegt haben. Aber es war sozusagen nicht der Wiener, der in all den Sprachen erschienen ist, sondern es war zum Beispiel in England eine Ausgabe von Face mit gemeinsamen Inhalten, mit den gemeinsam erstellten Inhalten. Und es war ein sehr positives Europagefühl, also eine Euphorie. Ja, sehr früh ist auch, ja. Deshalb wollte ich es auch, dass wir es hier mit reinbringen, weil es so ein Kontrast ist zu dem, was Europa im Moment, wie Europa im Moment wahrgenommen war. Ja, besten Dank, Applaus für die beiden. Dankeschön. Dankeschön. Schönen Nachmittag.